Der Zeitplan sieht jetzt vor, dass die Abstimmung am 11. Oktober erfolgt. Annahme im Verkehrsausschuss 5. November. Wir haben eine Bestimmung für weitere Diskussionen zu Kompromissänderungen am 10. Oktober, wenn Herr Cofferati das nutzen möchte. Das hängt aber ab von den Gesprächen mit den Schattenberichterstattern. Vielen Dank, also danke auch der Kommission für Ihre Beteiligung. Es ist jetzt exakt 17 Uhr. Dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt des heutigen Tages. Es freut mich, Philippe Jouvin begrüßen zu können, denn er stellt jetzt seinen Berichtsentwurf vor zum Kommissionsvorschlag für die Richtlinie über die Konzessionsvergabe. Wir haben verschiedene Schattenberichterstatter hier, darunter auch mich, Herr Panzeri, Herr Manders wird wahrscheinlich für Herrn Buzoi sprechen und Frau Rühle ist auch hier. Herr Gustafsson, gut. Ich begrüße auch Joanna Szykowska, die hier die Kommission vertritt, die auch schon vor uns gesprochen hat. Nach dem Vortrag des Berichterstatters wird auch sie sich äußern. Philippe Jouvin, aber bevor ich das mache, ist noch jemand vom Rat hier? Niemand vom Rat? Philippe Jouvin hat das Wort. Bitte sehr. Merci, Monsieur le Président. Danke, Herr Vorsitzender. Wir sind jetzt wieder zusammengekommen, um über diese Richtlinie über die Konzessionsvergabe zu sprechen. Das haben wir ja schon früher ausführlich besprochen. Wir hatten zahlreiche Sitzungen zum Thema. Das ist ein sehr wichtiges und auch komplexes Thema. Zweimal einen Meinungsaustausch im IMKO am 6. und am 29. Februar, 21. März. Und dann diverse Workshops nach dem Vorschlag von Malcolm als Schattenberichterstatter. Jetzt ist das weiter gereift und wir können jetzt dieses schwierige Thema besser verstehen. Ich danke zunächst einmal den Schattenberichterstattern für ihre Ratschläge. Ihre Ansichten waren streckenweise sehr weit entfernt von meiner, aber wir haben doch einen wichtigen Austausch geführt. Wir konnten so vorwärts kommen. Gesprochen habe ich auch mit der Europäischen Kommission und allen, die sich für diese Frage interessieren und die die Zivilgesellschaft vertreten. Anfänglich, meine Damen und Herren, möchte ich kurz darstellen, welche Arbeiten bisher geleistet wurden. Wir haben auch die Zeit zur Überlegung gehabt. Es geht hier um eine wichtige Initiative. Ich kann von Anfang an sagen, dass bei der Konzessionsvergabe eine ganz klare europäische Rechtslage vorliegt. Die Anwendung der Grundsätze der Verträge würde hier bei der Gesetzesauslegung allerdings Schwierigkeiten machen. Wir sind uns insofern einig hinsichtlich eines eher leichten Ansatzes. Hierfür brauchen wir einen soliden Rechtsrahmen, um die Interpretationsmöglichkeiten einzuschränken. Andererseits brauchen wir aber auch einen Rahmen, der nicht zu Komplikationen und Kosten führt und insofern den Interessen der öffentlichen Stellen in der EU zuwiderlaufen würden. Ebenso aber den Interessen der Wirtschaftsbeteiligten. Der Berichtsentwurf, den ich vorlege, ändert doch einiges am ursprünglichen Kommissionstext, das haben wir schon besprochen. Es gibt vier große Prinzipien, die hier auffallen. Zunächst einmal der Grundsatz der Klärung, der Umorganisierung und Vereinfachung der Richtlinie. Ich würde sagen, dass der Text an Lesbarkeit und Kohärenz gewonnen hat, vielleicht auch pragmatischer geworden ist.
Da wird ja auch einiges von mir verlangt. Also auch eine recht schwierige Arbeit, aber ich strebe doch immer nach diesem Ziel. Das zweite Ziel oder der zweite Grundsatz ist, dass wir auch die Besonderheiten der Konzession gegenüber einer Ausschreibung darstellen wollten. Eine Konzession ist eben keine öffentliche Auftragsvergabe. Und wir haben bei allen Arbeitssetzungen immer wieder einen interessanten juristischen Ansatz, rechtlichen Ansatz festgestellt, nämlich die Vorstellung des unvollständigen Vertrages. Ein Vertrag, der eben über seine Ausführung überprüft werden muss. Denn solche Konzessionen sind ja oft sehr langwierig. Man unterschreibt vielleicht heute einen Vertrag und dann gilt eine solche Konzession für 50 Jahre und da braucht man Revisionsklauseln. Ein solcher Vertrag kann nicht so festgeschrieben sein wie der Vertrag bei der öffentlichen Auftragsvergabe. Und ein Juraprofessor hat uns das auch genau erklärt. Ich glaube, 80% der Konzessionsverträge gibt es Arbeiten aus Südamerika und aus Europa. Und 80% dieser Verträge werden binnen 2 Jahren revidiert. Das sind also Verträge, die per Definition sozusagen unvollständig sind. Dann haben wir hier die freie Entscheidung der öffentlichen Stellen bei der Wahl des Rechtsrahmens. Der Text soll also jetzt nicht so verstanden werden, dass hier durch die Hintertür eine Privatisierung erfolgen soll. Das haben wir auch in einem Artikel deutlich gesagt. Wir haben die klare Entscheidungsgewalt der staatlichen Stellen und ein klares Gleichgewicht zwischen der notwendigen Flexibilität und der Festlegung der staatlichen Stellen. Die Verhandlung mit den staatlichen Stellen ist sehr wichtig und sie tritt eigentlich immer auf. Die Berücksichtigung der Besonderheiten der Konzessionsvergabe hat also dazu geführt, dass die Definition geändert wurde. Wir haben jetzt auch anders, einfacher berechnet. Die Dauer der Konzession ist geklärt worden. Und die Vergabemodalitäten für den Vertrag sind jetzt weniger streng. Zweitens, die Aufrechterhaltung der Qualität der öffentlichen Dienstleistung. Hier können also Qualitätskriterien und Dienstleistungsverpflichtungen festgelegt werden. Das ist ein Punkt, an dem wir noch arbeiten können. Dann drittens, wie ich schon gesagt habe, Ausgleich zwischen Flexibilität und Transparenz bei der Vergabe. Gewährleistung der Transparenz. Vermeidung unnötiger Bürokratie. Das haben wir im Text nochmal ganz deutlich gesagt und da haben wir eine erhebliche Entfernung vom Ausgangstext, weil wir eben eine Vereinfachung der administrativen Belastung wollten. Und dann auch die Frage der Ziele der öffentlichen Politik. Die staatlichen Stellen müssen wählen können, welche Umwelt- und Sozialkriterien eingeführt werden. Da gibt es im Text also einige Ergänzungen. Und dann zu den Ausschlüssen. Das müsste man vielleicht separat machen. Ich danke den Schattenberichterstattern für ihre Unterstützung. Ich habe auch die 6 vorigen Stellungnahmen dazu gelesen, zu diesem Thema, einige Elemente übernehmen können. Ich könnte dazu noch sehr viel länger sprechen, aber ich würde doch lieber zuhören. Es gibt bei diesem Text verschiedene Möglichkeiten. Manche sagen, manche müssten einfach abgelehnt werden und brauchen gar nicht diskutiert werden. Bei anderen sehe ich eine Chance, wenn die Anträge vereinfacht werden. Das ist überhaupt kein ideologischer Ansatz, sondern ein pragmatischer Ansatz. Das Funktionieren des Staates in Europa soll unterstützt werden. Und wir wollen natürlich nicht die Wirtschaftsbeteiligten benachteiligen, welche in diesem Bereich ein zentraler Akteur sind. Ich habe jetzt schon lange genug gesprochen. Es gibt aber noch ein großes technisches Problem. Darauf möchte ich hinweisen. Ich habe meinen Bericht in französischer Sprache erstellt. Wird keinen wundern. Und die Übersetzung ist fehlerhaft. Und das sind teilweise erhebliche Fehler. Da fehlen komplette Absätze. Anscheinend ist man da irgendwie über einen englischen Text gegangen. Und das ist jetzt keine Frage der Übersetzung, sondern ein politisches Problem.
Kollegen arbeiten an einem Text, der mit dem Ursprungstext nicht mehr viel zu tun hat. Sie haben also, das sagen wir, Sie haben eine Version, wo wichtige Absätze fehlen. Der überarbeitete englische Text scheint demnächst verfügbar zu sein. Ich glaube, morgen Vormittag, so wurde mir das gesagt. Und ich möchte vor den Kollegen ausdrücklich darauf hinweisen, die Übersetzungen in die verschiedenen Amtssprachen beruhen eventuell auf dem fehlerhaften englischen Text und müssten dann auch überprüft werden. Ist jetzt nicht meine Schuld, aber man muss das auf jeden Fall angehen und da versuchen, eine vernünftige Lösung zu finden. Und dann der letzte Punkt. Im neuen englischen Text möchte ich schon mal darauf hinweisen, möchte ich Kollegen Malcolm darauf hinweisen, diese neue englische Fassung ist auch noch nicht von den Sprachjuristen durchgelesen und abgesegnet, sondern nur in meinem Büro gelesen. Die können zwar besser Englisch als ich, aber es sind doch keine Sprachjuristen. Der Text ist an sich schon kompliziert genug und da müssen nicht weitere Probleme dazukommen. Vielen Dank. Well, with that caveat. Ja, mit diesen Einschränkungen muss ich sagen, dass ich den Text auf Englisch gelesen habe und es gab schon einige Korrekturvorschläge aus Ihrem Büro. Vielen Dank dafür. Aber mein Eindruck ist, dass es sich um eine umfassende, solide Arbeit handelt. Dann kommen wir jetzt zu den Schattenberichterstattern. Ich werde mich selbst später noch äußern. Herr Panzeri zunächst. Grazie. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich danke Herrn Schumpf für die Arbeit und für seine Bereitschaft, sich mit den Schattenberichterstattern auseinanderzusetzen. Ich darf mich positiv äußern über den Bericht, denn in dieser Arbeit der Neuorganisation und Vereinfachung des Textes gibt es viele Punkte, die für uns interessant aussehen und die klarere Definitionen bieten, vereinfachte Berechnungsmethoden und andere Aspekte wiederum, glaube ich, müssen noch ein bisschen vertieft und integriert werden. Also die positiven Elemente, dass die Verwaltungsautonomie öffentlicher Stellen, die mögliche Verwaltung, die frei über Verwaltungsmodalitäten entscheiden kann, über die Ausführung von Arbeiten und Dienstleistungen, einschließlich von Lieferung und Rechten und der Bezug auf den Grundsatz, auf wann die Richtlinie sich nicht auf diese Punkte beziehen lässt, weil es schon andere Regeln und andere Richtlinien gibt. Dann die Definition von Arbeitsdienstleistungen. Leistungen werden klarer gestellt. Das erscheint mir gut. Es ist auch richtig, dass die verschiedenen Begriffsbestimmungen, Kandidat, Konzessionär und so weiter, die Einführung, auch die Definition des Konzessionsgebers. Dann das wirtschaftliche Risiko im Markt. Es ist auch nachvollziehbar, dass die Artikel 5 und 7, wo es um die Berechnung des Wertes der Konzession geht, auf der Grundlage des, was der Konzessionsgeber begeben hat. Das geht zurück auf das, was die Kommission gemacht hat und letztendlich noch ein positiver Ansatz auch bei der Dauer der Konzession nach der Änderung von Lienhaus. Das musste man aber vielleicht noch ein bisschen weitere Argumente liefern. Dann wollte ich noch einige Punkte ansprechen, bei denen ich glaube, da müsste gemeinsam noch etwas gearbeitet werden, um den Text ein bisschen besser zu integrieren. Ein Punkt betrifft sich auf die Tatsache, dass die Streichung des Lebenszyklus hier nicht unsicher erforderlich erscheint. Das ist eine Vereinfachung, aber wir meinen, das sollte verbleiben in diesem Kontext und auch die Streichung von Absatz Anhang 2 ist auch nicht sehr hilfreich. Und dann die Anlage zu diesem Aspekt, das hat damit zu tun, das Kriterium des günstigsten, wirtschaftlich günstigsten Angebotes. Das ist eine wichtige Definition. Dabei sollte man bleiben. Und dann
die sozialen, Umwelt- und Arbeitskriterien, die vorgesehen sind an nationalen Gesetzgebung in Europa. Ich denke, Änderungen in diesem Bereich sollten eingeführt werden, ausgehend vom nachhaltigen Produktionsprozess, wie es definiert ist im Tarabella-Bericht. In erster Linie, wenn man davon ausgeht, dass im Bericht auch alle Verfahrensgarantien von Artikel 35 enthalten sind. Das sind also die letzten drei Aspekte, die technische Spezifitäten enthalten. Das sind wichtige Elemente, sie ermöglichen es, objektiv die Auswahlkriterien festzulegen. Dann die Streichung von Artikel 32 und 8, da denke ich, ein Teil von Artikel 32 sollte bestehen bleiben, insbesondere bei der Garantie, dass man auch den Inhang vielleicht in Anhang 7 unterbringen kann. Artikel 35 und 36, da meine ich, da geht es um die qualitative Bewertung. Der Bewerten, das sollte stehen bleiben, und auch die Ausschlussklauseln sollten da eingeführt werden, dass auch soziale und Umweltgesetzgebung berücksichtigt werden muss und dass auch die Arbeit von Minderheiten einbezogen wird. Und dann noch ein Punkt, der bestehen bleiben sollte, ist die Auftragsvergabe bei der Ausschreibung. Drei Ebenen, Verantwortlichkeiten, über die ganze Linie hinweg, das sind die positiven Punkte, die wir angesprochen haben, und die anderen Punkte, die meinen, wir sollten den Bericht aufgenommen werden. Aber es ist ein wirklich guter Bericht, den Sie geschrieben haben. Ich danke Ihnen. Thank you very much. Vielen Dank, Herr Manders. Thank you again. Vielen Dank. Herr Buzoy lässt sich entschuldigen. Also wenn das stimmt, was Herr Jouven gerade gesagt hat, dass also der englische Text nicht korrekt ist, dann kann es ja durchaus sein, dass das, was ich hier verlese, Unfug ist, weil das ja auf dem falschen englischen Text beruht. Aber ich verlese es mal trotzdem. Ja, Herr Buzoy. Unterstützt viele Gedanken von Herrn Jouven, zum Beispiel den Ansatz des Berichterstatters zum leichteren Text, höhere Flexibilität für die staatlichen Stellen und auch die Bestimmungen zur Transparenz. Herr Buzoy begrüßt die Abklärung des Grundsatzes der freien Verwaltung durch die öffentlichen Stellen durch den Berichterstatter. Er begrüßt es, dass der Berichterstatter versucht hat, die Definitionen zu klären und rationaler zu gestalten. Zum Begriff der Konzession und des wesentlichen Betriebsrisikos sagt Christian Buzoy, dass der Berichterstatter gut gearbeitet hat, indem er abgeklärt hat, was wesentliches Betriebsrisiko, Substantial Operating Risk, ist. Er sagt aber auch, dass wir mit Begriffen wie Betriebsrisiko vorsichtig umgehen müssen, weil das juristisch zu Verwirrung führen kann. Dann ein weiterer Punkt zur Lebensdauer, zum Lebenszyklus. Da haben wir die gleichen Bedenken wie Herr Panzeri. Hier ist es jetzt gestrichen. Das wirtschaftlich günstigste Angebot, aber wir möchten das mit der Richtlinie öffentliche Beschaffung zusammenbringen. Herr Buzoy begrüßt darüber hinaus die Neuformulierung der Artikel, die sich mit den Aufnahmen befassen. Er ist aber dafür, die In-House-Exception auf das Minimum des Artikels 15 zu beschränken. Nur Verträge, die an Rechtspersönlichkeiten stehen, welche alle ihre Aktivitäten ausüben, sollten darunter fallen, nicht Aktivitäten von Unternehmen, die 90% der Aktivitäten haben. Die umgekehrte Ausnahme der Kommission aus Artikel 2, Artikel 15 wurde beibehalten. Und das wird dann dazu führen, dass mehr Verträge aus dem Wettbewerb ausgeschlossen werden. Und das wäre dann im Widerspruch zur Zielrichtung dieser Gesetzgebung. Dann zur Dauer. Er ist der Ansicht, dass der Vorschlag des Berichterstatters zur Dauer der Konzessionen in die richtige Richtung geht.
Es ist tatsächlich von entscheidender Bedeutung für die Erhaltung des Risikotransfers aus den Konzessionen, dass der Vertrag zeitlich begrenzt ist und unter keinen Umständen länger dauern kann als der übliche Zeitraum. Konzessionsverträge sind per Definition unvollständig und deshalb ist es wichtig, dass wir auch einige Flexibilität für Änderungen der Verträge vorsehen. Kollege Buschoy begrüßt deshalb den Ansatz des Berichterstatters und ist bereit, auf dieser Grundlage zu diskutieren und dankt dem Berichterstatter und den übrigen Kollegen für die gute Zusammenarbeit. Danke. Thank you very much. And, danke sehr. Wir werden dann Ihre Aktivitäten zum Dossier später noch genauer betrachten. Also es scheint ja doch einige Aspekte zu geben. Ich glaube, es geht letztlich nur um drei Artikel. Und Herr Jouvin wird auch zugeben, dass das an seinen vorgeschlagenen Vereinfachungen wenig ändert. Frau Rühle. Ich möchte mich auch bei dem Berichterstatter ausdrücklich bedanken. Erstens mal für die gute Kooperation. Es war eine sehr offene, sehr transparente Zusammenarbeit. Und zweitens mal für die immense Arbeit, die er sich gemacht hat. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Er wird sich sicherlich nicht wundern, dass er mich nicht vollständig überzeugt hat. Ich werde weiterhin einen Antrag einbringen zur Ablehnung dieses Vorschlages der Kommission, weil ich weiterhin der Meinung bin, dass dieser Vorschlag letztendlich die Vergabe von Konzessionen erschweren wird, dass es sie verteuern wird. Ich meine, wir haben die Zahlen über die Auswirkungen der öffentlichen Auftragsvergabe. Die durchschnittlichen Verwaltungskosten für die europaweite Ausschreibung sind 30.000 Euro pro Vorgang. Und die Bewerbungen der grenzüberschreitenden Anbieter sind mal gerade bei 1,5%. Also von daher ist die Frage Kosten-Nutzen. Und auch was die Rechtssicherheit angeht, habe ich doch große Zweifel. Denn wenn man sich die Erfahrungen der Auftragsvergabe anschaut, die es ja immerhin schon 40 Jahre gibt, dann muss man feststellen, dass kaum ein Bereich rechtlich so umstritten ist wie die öffentliche Auftragsvergabe. Deshalb glaube ich auch nicht, dass eine Richtlinie über die Konzessionen zu mehr Rechtssicherheit und zu weniger Prozessen führen wird. Also von daher bin ich der Meinung, in Zeiten knapper öffentlicher Kassen, großes Drucks, Schuldenabbau, macht es wenig Sinn, ausgerechnet die Konzessionen mit einer zusätzlichen Richtlinie zu erschweren und zu problematisieren. Dennoch gehe ich davon aus, dass es hier eine Mehrheit gibt für die Konzessionen oder es mag sein, dass es eine Mehrheit gibt. Und ich bin dann natürlich gern bereit, pragmatisch auf der Basis des Vorschlags des Berichterstatters mitzuarbeiten. Also ich werde natürlich auch Änderungsanträge zum Bericht machen. Ich finde einen Punkt vor allem sehr gut. Er hat das erste Mal wirklich die lokale und regionale Selbstverwaltung anerkannt. Etwas, was ich immer kritisiert habe in den Vorschlägen der Kommission, dass sie die Änderungen des Lissabon-Vertrages niemals berücksichtigt haben, die Auswirkungen hat auf Vergabe, auf Konzessionsvergabe. Er hat die das erste Mal berücksichtigt. Das finde ich sehr gut. Das kann ich nur begrüßen. Ich finde wirklich gut, dass er die freie Entscheidung der öffentlichen Stellen betont. Ich finde auch gut, dass er die Definition der Konzessionen vorgenommen hat, etwas, was die Kommission ja nicht gemacht hat und sich die Mühe unterzogen hat, hier wirklich die Frage der unvollständigen Verträge auch so zu fixieren, dass sie Sinn machen. Da widerspreche ich übrigens dem Shadow der Sozialisten. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, gerade bei Konzessionen wieder diese technischen Spezifikationen in diesem Detail reinzunehmen. Im Gegenteil, das haben uns eigentlich alle Experten gesagt, dass Konzessionsvergabe nur dann Sinn macht, wenn es wirklich ein Light Approach ist. Und das, was Sie vorhaben, ist offensichtlich die Gleichstellung mit der Vergabe. Und genau das sollte nicht passieren. Also wenn, dann müsste es wirklich klar sein, dass Konzessionen auf einem Light Approach beruhen. Ich habe allerdings zwei Punkte, wo ich Probleme habe mit dem Vorschlag des Berichterstatters und die möchte ich erwähnen. Der erste Punkt ist, Sie bringen die Vergabe von sozialen Konzessionen in den Recitals. Wir alle erinnern uns, dass die Kommission uns damals versprochen hat, wenn sie einen Konzessionsvorschlag macht, dass sie die sozialen Dienste ausdrücklich ausnimmt. Sie sind nicht ausgenommen und bei Ihnen sind sie leider nur in den Recitals ausgenommen. Das ist mir zu wenig. Das ist mir vor allem deshalb zu wenig, weil Sie es begründen mit dem geringen Auftragswert. Und da habe ich doch meine Zweifel, wenn es an Bereiche geht wie Rettungsdienste, Katastrophendienste, die meines Erachtens aber sehr hoheitliche Aufgaben sind und die deshalb nicht unter diese Art von Konzessionsvergabe fallen sollten. Der zweite Punkt, wo ich Probleme habe, und da ist interessanterweise liegt ein anderer Bericht vor.
Ich weiß nicht, ob die Kollegen den Bericht des Ausschusses der Regionen kennen, den der niederländische Berichterstatter Herr Kohl gemacht hat. Und das Interessante ist, wenn man jetzt den mit vergleicht mit dem Bericht von Herrn Jouvin, dann sieht man, dass hier doch sehr stark auch durch die nationale Brille geschaut wird. Der Bericht von Herrn Jouvin nimmt beispielsweise Elektrizität, Energie vollständig aus. Interessanterweise nicht nur die netzbetriebenen Dienste, sondern auch Wholesale und Retail. Also Energie vollständig ausgenommen. Das entspricht natürlich sehr stark dem französischen Modell, wo es ja auch keine Liberalisierung der Energie gegeben hat. Herr Kohl wiederum nimmt das Wasser aus. Und auch das entspricht natürlich dem niederländischen Verständnis von Wasser. Übrigens auch dem deutschen Verständnis von Wasser. Und deshalb bezweifle ich doch etwas die Argumentation von Herrn Jouvin, dass Wasser hier nicht betroffen ist. Herr Kohl sieht andere Konsequenzen. Er nimmt das ausdrücklich aus. Und deshalb möchte ich noch mal dringend darum bitten, dass wir über das Thema Wasser und soziale Dienste, Rettungsdienste, Katastrophendienste diskutieren und auch im Zusammenhang mit der Ausnahme der Energie diskutieren. Vielen Dank. Thank you very much. Danke, Frau Rühle. Anmerkungen von mir als Schattenberichterstatter für meine Fraktion. Der Ansatz von Herrn Jouvin und die Ziele, die er genannt hat, finden ja im Wesentlichen unsere Unterstützung. Klärung, Organisation, Vereinfachung der Richtlinie. Damit die Richtlinie auch wirklich ein Arbeitsinstrument wird. Die Gesetzgebung zur öffentlichen Beschaffung soll ja auch ein wirksames Arbeitsinstrument sein für die vergebenden Behörden. Damit diese im Rahmen ihres Ermessensspielraums ihre Aktivitäten durchführen können. Und dafür brauchen sie eben bestimmte Vorschriften an Grundlage der Nichtdiskriminierung. Der Prozess ist offen für die Ausschreibung. Und es ist ganz klar, welche Verfahren eingehalten werden müssen. Ebenso sind Sanktionen vorgesehen und Transparenz und so weiter. Bei den Konzessionen stellt sich jetzt die Frage nach der Definition der Konzession, weil diese Definition in den Mitgliedstaaten stark unterschiedlich ist. In manchen Mitgliedstaaten ist das recht weit verbreitet, in anderen Mitgliedstaaten ist das wenig bekannt, wenig beliebt. Und wie Frau Rühle gesagt hat, gilt manches für manche Konzessionen, was für andere nicht gilt. Und diese Richtlinie soll jetzt nicht die lokalen Bedenken außer Acht lassen. Lokale Überlegungen müssen von den lokalen Behörden umgesetzt werden. Aber wenn wir eine Konzessionsrichtlinie haben wollen, dann muss diese Richtlinie auch in allen Bereichen klar sein. Und wir müssen dann den Schwerpunkt auf das Verfahren legen. Der Berichterstatter hat hier sehr umfängliche Arbeiten geleistet und liefert uns jetzt eine vereinfachte, klare Definition der Konzession. Da hat er sehr gut gearbeitet. Es wird sicherlich noch einige Diskussionen dazu, Details geben. Wenn man zum Beispiel die Frage behandelt, dass ein Konzessionsvertrag per Definition ein langfristig ist, dann muss man auch berücksichtigen, dass ein solcher Vertrag über seine Gültigkeitsdauer abgeändert wird, weil es Änderungen im Umfeld gibt, in der Technik. Es gibt vielleicht andere Präferenzen der Verbraucher oder der Bürger über diesen Zeitraum. Und da hat der Berichterstatter sehr gut gearbeitet. Diese Vorstellung vom unvollständigen Vertrag gefällt mir sehr gut. Was die Vergabekriterien angeht, kann ich das recht einfach formulieren. Das Wesen des Vertrages ist hier von entscheidender Bedeutung. Herr Panzeri hat gesagt, dass die Vorschläge von Herrn Tarabella zur Organisation der Verträge zu den Sozialstandards und so weiter hier auch Anwendung finden müssten. Aber einige Kollegen haben bereits gesagt, dass es wichtig ist, die Konzession als Instrument der staatlichen Stellen zu sehen. Wir sollten hier keine Punkte einbringen, die bereits in vorhandenem europäischen und nationalem Recht geregelt sind, zum Beispiel zum Arbeitsrecht. Aspekte wie zum Beispiel die Kinderarbeit fallen ja bereits unter nationale Vorschriften, nationale Gesetzgebung. Und deshalb sollten sie hier nicht behandelt werden.
wir sollen ja nicht auf diesem Wege die Durchsetzung des vorhandenen Arbeitsrechts in den Mitgliedstaaten verschärfen oder erleichtern. Wenn es da Probleme geben sollte, wäre eben die GED Employment dafür zuständig in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten. Das ist aber kein Problem der öffentlichen Beschaffung. Das jedenfalls ist unsere Position. Kann man natürlich diskutieren. Auch vor dem Hintergrund der Versorgerrichtlinien. Und vielleicht könnte man das dann durchgängig anwenden. Dann verschiedene Formeln der Untervergabe, was ja für die Wirtschaftsbeteiligten auch ein wichtiges Instrument ist. Da würde ich sagen, kann man es denen überlassen. Denn letztlich kommt es auf die Qualität der erbrachten Dienstleistung an. Da stellt sich überhaupt die Frage der Qualität der Dienstleistung, auch die Frage der Ziele. Viele der hier betroffenen Kriterien beim Betrieb einer Konzession hängen ja zusammen mit der Qualität der Dienstleistung. Der Kunde nimmt die Dienstleistung in Anspruch, der Bürger nimmt die Dienstleistung in Anspruch und der Erbringer, nein, der Auftraggeber kann natürlich dann Ziele setzen für die Verfügbarkeit, für Wartezeiten und so weiter, was man da an Kriterien haben will. Und dadurch unterscheidet sich das doch wesentlich von der Beschaffung einer Ware oder einer einfachen Dienstleistung. Und da hat Herr Juvin sehr sorgfältig gearbeitet. Das kann auf jeden Fall dann bei den Kriterien berücksichtigt werden. Wenn aber alle nationalen Vorschriften eingehalten sind, dann sollte der Auftragsnehmer selbst frei entscheiden können, auf welche Art er die Leistung erbringt, solange er die Anforderungen erfüllt. Das Ergebnis unserer umfänglichen Arbeiten wurde ja aufgeteilt zwischen Herrn Juvin und den Schattenberichterstattern. Wir haben da einige Zeit darauf verwendet. Wir hatten interne Seminare, um die Besonderheiten der Konzession im Vergleich zu den anderen beiden Richtlinien zu ergründen. Und ich glaube, dass dieser Aufwand gerechtfertigt ist, denn wir sind da wirklich vorwärts gekommen. Und die Kommission wird auch zustimmen, dass hier einige wesentliche Veränderungen erforderlich waren. Wenn das hier aber ein wirksames Instrument, ein nutzbares Instrument auch im öffentlichen Interesse werden soll, dass es gleichzeitig ermöglicht, Konzessionen auch im Interesse einer Verbesserung der Dienstleistungen für die Bürger einzusetzen. Nächste auf der Rednerliste, Frau Verheyen. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Frau Verheyen, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich zunächst einmal bei Philippe Juvin für die intensive und gute und ausgesprochen konstruktive Arbeit im Vorfeld dieses Berichtsentwurfs bedanken. Ich glaube, dass es selten ist, dass man so intensiv und, ja, ich sag mal, teilweise natürlich auch kontrovers an Themen diskutiert. Aber ich denke, es ist gerade im Bereich der Konzessionen, der Dienstleistungskonzessionen sehr, sehr wichtig, weil wir eben extrem unterschiedliche Situationen in den einzelnen Mitgliedstaaten haben, gewachsene Strukturen, die sich gerade im Konzessionsbereich sehr unterschiedlich ausprägen und auch an solcher Richtlinie unterschiedliche Auswirkungen in den einzelnen Mitgliedstaaten haben wird. Ich muss an dieser Stelle auch sagen, dass ich den Antrag von Frau Rühle unterstützen werde, einfach auch aus unserer Sicht, weil der Berichtsentwurf nicht adäquat und nicht gut ist, sondern weil der Entwurf der Kommission eigentlich dem, was ursprünglich angedacht war, meines Erachtens noch nicht gerecht wurde und vor allem auch das Impact Assessment nach wie vor die wirkliche Notwendigkeit dieser Richtlinie nicht wirklich klar dargelegt hat. Und ich sag mal, die intensive Überarbeitung durch Philippe Juvin zeigt im Endeffekt ja auch, dass das, was die Kommission vorgelegt hat, dringend überarbeitungsbedürftig war, weil es alles andere als ein Light Approach war, weil es alles andere war als eine, ja, ich sag mal, Klarstellung. Und der Verwaltungsaufwand, der mit der Richtlinie verbunden ist, auch für die Kommunen, für die lokalen Vergabestellen, für die öffentlichen Einrichtungen, sicherlich erheblich sein kann und wahrscheinlich auch erheblich sein wird. Ich freue mich sehr darüber, dass Philippe Juvin in seiner Arbeit, meines Erachtens nach einer sehr guten Arbeit, viele, ja, in meinen Augen nicht unbedingt notwendigen Bereiche rausgestrichen hat, alles auf das Wesentliche konzentriert hat und zusammengeführt hat.
auch wenn zwei Punkte, die aus unserer Sicht sehr intensiv noch zu diskutieren sind, nämlich das Thema interkommunale Zusammenarbeit und das Thema Inhouse-Vergabe, sicherlich auch noch zu, ja, ich sag mal, weiteren Diskussionen im Verlauf des Berichtsentwurfs dann noch führen wird. Ich glaube schon, dass wir gerade bei den Dienstleistungskonzessionen eben nicht die Situation einer normalen Beschaffung haben, sondern eben besondere Umstände auch in diesem Bereich, wenn man Sozialbereich oder auch den Wasserbereich oder andere nimmt, betrachten muss und dass dies auch in den Erwägungen berücksichtigen muss. Es sei denn, es gibt die Möglichkeit, bestimmte Ausnahmen noch zu formulieren. Ich denke, dass man dann mit vielen Punkten leben kann. Aber eben gerade auch, was die Kollegin Rühle gesagt hat, der Wasserbereich wird eben in einigen Ländern als ganz besonderer Bereich betrachtet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu einer großen Akzeptanz führen würde, wenn in diesem Bereich fundamentale, grundlegende Änderungen stattfinden müssten. Und ich denke, dass wir da im Laufe der Debatte sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle diskutieren werden. Okay, well, thank you all very much for that. I'm now going to invite Mr. Vielen Dank. Frau Schakowska kann sich jetzt noch für die Kommission äußern. Danke, Herr Vorsitzender. Zunächst dankt die Kommission für die Leistungen des Ausschusses, des Berichterstatters und aller Beteiligten an dieser Diskussion. Wir wissen, dass das ein heikles Thema ist. Das war schwierig. Wir sind dankbar für die erzielten Fortschritte, denn wir sehen große Fortschritte. Wir danken für die konstruktive Zusammenarbeit. Dafür vielen Dank. Wie die Kommission mehrmals gesagt hat, ist es unser Ziel, eine geeignete Lösung zu finden für die Vergabe von Konzessionen. Angesichts dieser Problematik freut es uns zu sehen, dass die Arbeit im Europäischen Parlament und im Rat sich jetzt aneinander annähert. Wir kommen einer Lösung näher und begrüßen diesen Ansatz. Wir sehen auch die Bemühungen des Berichterstatters um Alternativformulierungen für einige Bestimmungen und für einige Begriffe. Da wurde sorgfältig nachgedacht. Das schätzen wir hoch ein. Es wurde gesagt, dass die jetzt vorliegende Richtlinie eine Überarbeitung darstellt. Es gibt eine wesentliche Vereinfachung. Insofern sehen wir eine alternative Behandlung bestimmter Ansätze. Ich möchte aber auch deutlich sagen, dass die Kommission den Text nur so lange unterstützen kann, wie bestimmte grundsätzliche Ziele erhalten bleiben, nämlich Gleichbehandlung, Transparenz, Nichtdiskriminierung der Bieter, Offenheit der Märkte und effiziente Mittelverwendung. Das ist für diesen Text von entscheidender Bedeutung. Wenn die Textänderungen in diese Richtung gehen, können wir uns ihnen anschließen. Dann möchte ich noch einige einzelne Punkte ansprechen, die uns wichtig erscheinen. Zunächst einmal anerkennen wir, dass bestimmte Aspekte, die einzelnen Abgeordneten Sorgen gemacht haben, geklärt wurden. Wir haben jetzt einen deutlicheren Verweis auf die Entscheidungsfreiheit der staatlichen Stellen, die festlegen können, wie Dienstleistungen erbracht werden sollen. Wir begrüßen diese Entwicklung im Text. Wir sind auch der Ansicht, dass eine weiterreichende Abklärung zwischen Konzessionen und anderen Akten erforderlich ist. Die Definition der Konzession geht in diesem Sinne in die richtige Richtung. Wir meinen auch, dass ein Verweis auf soziale Überlegungen. Wir stellen auch fest, dass die sozialen Erwägungen jetzt eher im Vordergrund stehen. Das begrüßen wir auch. Dann möchte ich noch sagen, dass die Kommission es sehr begrüßt, dass der Anwendungsbereich der Richtlinie nicht verändert wurde. Es bleibt also bei einem horizontalen Instrument. So sollte es bleiben. Es gibt
keinerlei Grund für den Ausschluss einzelner Sektoren aus der Richtlinie. Es gibt keinerlei Nachweis, dass es sinnvoll ist, Sektoren aus dem Konzessionsbegriff auszuschließen. Es sei denn, es gibt dort bereits verabschiedete Bestimmungen für die Vergabe. Beispiel war Luftverkehr und Personenverkehr. Wir begrüßen das also, dass der Berichterstatter das im Text nochmals deutlich sagt. Das gilt genauso für die öffentlich-private Zusammenarbeit. Die Rechtsprechung des Gerichtshofes, insbesondere zum Inhouse-Begriff, ist hier voll inhaltlich berücksichtigt. Es ist gut, dass das unverändert bleibt, denn das ist wichtig für das Funktionieren des Binnenmarktes für solche Verträge. Abschließend noch eine wichtige Überlegung. Der Text wurde vereinfacht. Es ist eine positive Entwicklung, aber es ist hoffentlich auch verstanden, dass ein derart schwieriger Bereich wie die Konzessionen nicht über 5-6 Artikel geregelt werden kann. Hier müssen Begriffe geklärt werden, Verpflichtungen und Auflagen müssen festgelegt werden. Und wir halten das jetzt für das richtige Vorgehen. Dann noch zwei weitere Punkte, die ich hier ansprechen möchte. Für die zukünftigen Arbeiten geht die Kommission davon aus, dass es wichtig ist, ein Gleichgewicht zu finden zwischen einer weitergehenden Vereinfachung und einer Sinnentleerung der Vorschriften. Wenn wir den Status quo ante wiederbeleben und uns nur auf Prinzipien stützen, dann wollen wir das ja genau mit der Richtlinie korrigieren. Wir müssen uns klar machen, was einzelne Bestimmungen bedeuten. Das andere wichtige Element ist, dass diese Richtlinie sowohl für die staatlichen Stellen als auch für die Wirtschaftsbeteiligten gilt. Wir freuen uns über die Anerkennung der Freiheit der staatlichen Stellen, die Art der Dienstleistungserbringung selbst festzulegen, aber solche Bestimmungen dürfen nicht die Gleichbehandlung und das faire Verfahren untergraben. Dann ein weiterer Punkt. Auf den verschiedene Redner hingewiesen haben, die Frage der Abänderungen. Es stimmt, eine gewisse Flexibilität muss vorgesehen sein. Wir müssen aber auch bedenken, warum es Regeln für Veränderungen gibt. Und der Gedanke ist eben, dass eine opportunistische Manipulation der Verträge ausgeschlossen werden soll, weil das Märkte abschotten würde. Wir freuen uns auf eine weitere Vereinfachung der Regeln, eine weitergehende Offenheit, wenn dies möglich ist. Mit diesen Regeln soll aber gewährleistet werden, dass es für alle fairen Zugang zu den Märkten für Konzessionen gibt. Wir sehen hier eine gute Arbeitsgrundlage. Wir sind gerne bereit, weitere Erklärungen zu liefern für alle Probleme, die sich ergeben könnten. Vielen Dank für diesen Text. Well, thank you very much indeed, Mrs. Sikorska, for, I think. Ja, vielen Dank für diese doch sehr konstruktive Antwort, wenn ich so sagen darf. Und vielen Dank auch für Ihre Unterstützung, die wir bisher erfahren haben. Wir haben eine gute Grundlage, auf der wir weiterarbeiten können. Wie Sie sagten, es bleibt noch Arbeit zu tun und wir werden uns natürlich auch damit befassen müssen, inwieweit dies mit einfließt auf weitere Verbesserungen, die der Ausschuss möglicherweise für die anderen beiden Richtlinien vorschlagen möchte. Wir kommen jetzt nochmal zu dem sehr hart arbeitenden Berichterstatter zurück. Vielleicht möchte er eingehen auf das, was die Kollegen oder auch was die Kommission gesagt hat. Und dann können wir vielleicht nochmal den Zeitplan bestätigen, der uns vorliegt. Bitte, Herr Juvin, nochmal. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank an die Kollegen für ihre konstruktiven Beiträge. Ich darf zunächst einmal insgesamt sagen, dass ich natürlich davon ausgehe, dass dieser Text sich noch weiterentwickeln wird. Und daran werden wir natürlich gemeinsam arbeiten müssen. Das ist selbstverständlich. Herr Panzeri, ich darf vielleicht der Reihenfolge nach die einzelnen Kollegen aufrufen. Herr Panzeri, herzlichen Dank für Ihre Kommentare zu den Umwelt- und Sozialkriterien, die Sie angesprochen haben. Ich meine, Sie haben sicherlich auch selbst feststellen können, dass ich
stärker darauf Wert gelegt habe als im ursprünglichen Text. Einige dieser Begriffe waren im ursprünglichen Text überhaupt noch nicht enthalten. Ich bin auch gerne bereit, das noch weiter auszufeilen. Ich denke, wir müssen eines klar sehen. Der Text, den wir dann abstimmen werden, wird ein Text sein, der wirklich Auswirkungen auf die Vertragsvergeber haben wird. Und das müssen wir immer im Auge haben. Und es darf nicht ein Text sein, der lediglich Absichtserklärungen enthält. Ich bin, wie gesagt, gerne bereit, noch weitere Verbesserungen des Textes ins Auge zu fassen. Dann zu den Äußerungen von Herrn Manders. Ich muss sagen, dass ich keine allgemeine Philosophie hier verfolge. Also a priori könnten wir vielleicht auch über seine Anregungen diskutieren. Muss man zunächst noch sehen, ob das Vorteile bringen würde. Herr Manders hat nochmal unterstrichen, dass es schwierig ist, diese Risiken hier näher zu präzisieren. Vielleicht müsste man das noch ein bisschen genauer fassen. Ich habe auch gesehen, dass er die 80% gerne auf 100% anheben möchte. Aber ich denke, das werden nicht viele Kollegen mittragen. Darüber müsste man sicherlich noch mal diskutieren. Ich meine, da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen, auch innerhalb der einzelnen Fraktionen. Und da brauchen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit, um an einer Lösung zu arbeiten, die für alle tragbar ist. Und ansonsten teile ich auch das, was Herr Manders sagte, zu dem Begriff oder zu der Vorstellung, dass der ein oder andere Begriff vielleicht noch näher präzisiert werden muss. Vielen Dank an Sie, Frau Rühle, für Ihre Äußerungen. Nun, Sie sagen, Sie seien bereit, um mit mir zu diskutieren, aber das wusste ich eigentlich schon. Und ich habe Sie vielleicht heute noch nicht überzeugen können, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Und zwei Dinge darf ich vielleicht zunächst einmal sagen. Wenn Sie sagen, dass das mehr kosten wird, nun, ich denke, das lässt sich so nicht sagen in abstracto, ganz allgemein. Und beispielsweise die Frage der Kosten für Wasser, das in Konzessionen vergeben wird. Ich meine, Sie haben von dem Fall Deutschlands gesprochen, auch in Frankreich gibt es dieses Problem des Wassers. Es ist ein grundlegendes Problem und die Leute sagen uns, ja, aber vergeben Sie das doch im Rahmen von Konzessionen, aber das wird eben mehr Geld kosten. Ich meine, da haben wir über verschiedene Lösungsansätze in Workshops diskutiert und manche Experten haben da uns Folgendes dazu gesagt. Also es stellt sich die Frage, ob das Wasser, das in Konzessionen vergeben wird, wirklich für den Verbraucher so viel teurer wird. Und die Antwort lautete erstmal ja. Also bei Konzessionen, bei der Vergabe von Konzessionen ist das Wasser generell gesehen teurer, als wenn es im Eigenvertrieb zur Verfügung gestellt wird. Das ist der erste Punkt. Zweitens aber werden da Dinge miteinander verglichen, die man nicht miteinander vergleichen kann. Wenn Konzessionen vergeben worden sind, dann zeigt die Erfahrung, dass in Konzessionen normalerweise die Verteilungsnetze von Wasser vergeben worden sind, die bisher auf traditionellem Wege schlecht verwaltet worden sind. Und das bedeutet nicht unbedingt einen Anstieg der Kosten. Das heißt, man kann nur Wassernetze mit der gleichen Qualität miteinander vergleichen. Und Wirtschaftsexperten sagen uns da, dass da die Kosten mehr oder weniger die gleichen bleiben. Also ich bin kein Wirtschaftsfachmann. Aber ich habe einfach nur gelesen, was die einen oder anderen dazu gesagt haben. Ich versuche auch hier weiter zu lernen. Ich will da gar nicht für mich den Anspruch haben, dass ich schon alles wüsste. Und was diese Frage Light angeht, also ein leichter Ansatz. Im Artikel 26, da sagt man, dass also die öffentliche Behörde ihre Absicht bekundet. Das ist der Artikel 26, wie gesagt. Dann verstreicht eine gewisse Zeit, die wir möglicherweise einschränken werden. Und nach Ablauf dieser Zeit können dann, oder innerhalb dieser Zeit, können Anträge gestellt werden, können sich Kandidaten melden. Die öffentliche Behörde schaut sich die Kandidaten an. Da werden alle gleich behandelt. Dann finden Verhandlungen mit den verschiedenen Antragstellern statt. Und dann trifft die öffentliche Behörde eine Entscheidung. Alles andere wird dann von der öffentlichen Behörde frei beschlossen. Es geht nur um eine grundsätzliche Entscheidung. Man muss eine Ausschreibung veröffentlichen, damit jeder gleich behandelt werden kann. Dann müssen alle Vorschläge transparent und in gleicher Form geprüft werden.
dann werden Verhandlungen geführt und dann wird entschieden. Also das ist der Ansatz, den ich versucht habe, in meinem Text zu verfolgen. Es ist ein vielleicht Leitansatz, wenn Sie so wollen. Ich kann versuchen, das noch weiter zu erleichtern, aber es darf auch nicht zu leicht werden, weil die Gleichbehandlung der Antragsteller gewährleistet sein muss. Es gibt heute in Europa noch Konzessionen, die vergeben werden an Akteure, ohne dass eine Gleichberechtigung hinreichend gewährleistet wäre. Und das muss auf jeden Fall sichergestellt sein. Darum geht es mir. Und man kann da sicherlich auf unterschiedlichen Wege dahin kommen, wenn man das vielleicht noch weiter vereinfacht. Da bin ich durchaus bereit, über mögliche Änderungen zu diskutieren. Herzlichen Dank auf jeden für Ihre Äußerungen. Und ich teile auch die Auffassung, dass die Konzession nur ein Instrument sein kann. Es ist kein Ziel per se. Es ist ein Mittel, das die öffentliche Behörde, die lokale Behörde frei wählen kann, um eine Aufgabe weiterzugeben, die diese öffentliche Behörde wahrnehmen muss. Und diese Entscheidung trifft sie aus finanziellen Überlegungen heraus, vielleicht auch aus dem Aspekt der Qualität heraus. Und man muss versuchen, diese Konzession nicht allzu dramatisch zu sehen. Also ich bin Bürgermeister in einer Gemeinde in der Großregion Paris und wir wollten da einen Parkplatz schaffen. Die öffentlichen Behörden waren nicht in der Lage, diese kommerzielle Verwaltung des Parkplatzes vorzunehmen. Und es ist vielleicht auch nicht Gegenstand der öffentlichen Aufgabe einer öffentlichen Behörde. Und da hat man aus Gründen der besseren Verwaltung sich für die Konzessionen entschieden. Also vielen Dank, dass von den anderen Kollegen auch der Text gewürdigt worden ist. Ich bin gerne bereit, mit allen Kollegen noch weiterzuarbeiten, damit der Text weiter verbessert werden kann. Aber eines möchte ich ganz klar sagen. Ich habe durchaus den Wunsch, dass wir klar sagen, dass die Transparenz außerordentlich wichtig ist. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, festzulegen, an wen die Konzessionen vergeben werden. Und da brauchen wir auch Transparenz in der Diskussion. Sie haben sicherlich auch gesehen, welche wichtigen Schritte ich da durchlaufen habe in einigen wenigen Monaten. Und ich hoffe, dass es uns da doch gelingen wird, einen Mittelweg zu finden. Und ich bin eigentlich von Natur her eher optimistisch. Die Europäische Kommission hat sich ja auch so geäußert, dass sie nicht grundsätzlich gegen eine Anpassung des Textes ist. Das begrüße ich und ich habe auch festgehalten, dass Sie, Frau Schikowska, eine Reihe von Elementen aufgelistet haben, die die Kommission auf jeden Fall beibehalten möchte. Und ich denke, die Diskussion im Parlament wird dazu auch noch vorankommen, Herr Vorsitzender. Ich habe das Gefühl, dass wir schon gewisse Schritte unternommen haben. Und ich denke, einige Türen, die vor Monaten bereits geschlossen schienen, sind wieder geöffnet worden. Und ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass eine gute Bereitschaft besteht, diesen Text weiter zu verbessern. Danke. Good. Well, thank you very much. Well, I don't think there's any doubt about that from. Vielen Dank. Also ich denke, Ihr Bericht ist ja heute auch sehr positiv aufgenommen worden und ich denke, alle versuchen immer nur konstruktiv zusammenzuarbeiten, um bei diesen sehr wichtigen Texten, bei diesem und bei anderen Texten auch voranzukommen. Denn wir wissen, wie wichtig sie sind. Der Zeitplan sieht vor, dass Ihr Text, der ist ja jetzt verfügbar, mit gewissen Änderungen, die am englischen Text noch vorgenommen werden müssen und wir haben außerdem auch einen konsolidierten Text, der hilft uns auch weiter. Dafür möchte ich mich bei unseren Dienststellen ganz herzlich bedanken. Das hat uns wirklich weitergeholfen, denn ich denke, aufgrund der grundlegenden Änderungen, die Sie vorschlagen, ist es natürlich viel einfacher, das in einem konsolidierten Text nachzuvollziehen. Wir haben eine Frist für die Änderungsanträge ab 3. Oktober 17 Uhr. Ich denke, da haben wir fast einen Monat Zeit, um uns Gedanken darüber zu machen und diese zu formulieren. Am 5. und 6. November diskutieren wir darüber im Ausschuss. Kompromissänderungsanträge werden dann vielleicht am 28. und 29. November diskutiert werden und wir hoffen, dass wir am 18. Dezember dann abstimmen können. Und natürlich
werden wir auch Stellungnahmen von anderen Ausschüssen bekommen. Und die werden dann sicherlich auch sich diesem Zeitplan unterwerfen müssen. Sind Sie mit diesem Zeitplan einverstanden? Gut. Ich denke, dann sollten wir auf dieser Grundlage verfahren. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an die Vertreterin der Kommission und herzlichen Dank für die Arbeit, die Sie in diesem Dossier leisten. Herzlichen Dank für Ihre Anwesenheit. Ich darf vielleicht nur noch mal in Erinnerung rufen, dass unsere nächste Sitzung am Montag, dem 17. September um 15 Uhr beginnt. Wir tagen dann auch am 18. von 9 bis 12.30 Uhr und 15 bis 18.30 Uhr. Wir werden da fortfahren, auch die, über die Richtlinie für die öffentliche Vergabe weiter zu diskutieren. Die Sitzung ist geschlossen.